Okay. Dann haben wir plus minus 0, dann haben wir eigentlich plus 17. Wenn wir, also insgesamt haben wir plus 5, wenn wir die Militärpräsenz mit rausnehmen, aber nächste Runde werden die kulturellen Unterschiede wahrscheinlich auch auf 15 oder vielleicht gar auf 13 runtergehen. Da ist das alles nicht das Problem. Na, jetzt hat er sich nämlich Lepkis und Thapsus, die beiden, oh, hat er sich schon eingenommen. Alter Schwede. Der hat schon halb Afrika hier. Was ich eigentlich haben wollte. Du blöder Sack. Du blöder Ich erwarte eure Sack. Befehle. Dann werden wir mit dir mal so schnell wie möglich nach Iol gehen, weil ich nämlich hier keine Bedrohung sehe, auf Deutsch gesagt. Wir suchen Kommen wir mal Schutz. hier rüber. Doch weht guter Wind. Ja, noch weht guter Wind. Und Ich denn. erwarte weitere Befehle. Nee, Gewaltmarsch tust du mir nicht machen. Weil da kann er mich nämlich angreifen. Kommandant. Du wirst mir hier hingehen. Ich erwarte weitere Befehle. Nee, Gewaltmarsch machst du mir nicht. Wenn ich jetzt nämlich einen Gewaltmarsch mache, hierhin, dann wird mich seine Legion angreifen. Und dann bin Zu ich im eurem Dienst. Hinterhalt und wups, ist meine ganze Legion weg. Da wette ich mit dir aber. Ich erwarte eure Befehle. Aber An Bord hundertprozentig. gehen! Und ihn ziehen wir jetzt Legt euch erstmal ins Zeug, Männer! in Zu die euren Diensten. Stadt. Genau. So, plus 6, das ist auch super. Plus 9, das ist auch super. Was haben wir hier? Plus 9, das ist auch super. Na, ist doch toll. Denn war es das, oder? Hatten wir noch einen persönlichen Auftrag? Nein, unser Handelsreiter 871. Diplomatie. Mit den meisten hatten wir ja schon gehandelt. Mit den Edetani. Gucken, ob wir den noch. Wir hören uns eure Angebote gern an. Ein Handelsabkommen. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Syrakus. Libyen hat auch nur noch eine Provinz, wie es so aussieht. Yep. Mit denen ist Handel nicht möglich. Mit denen ist Handel auch nicht möglich. Und mit den Seleukiden. Ach, die wollten ja nicht, ne? Die wollten ja nicht. Die Athener. 121. Und wie sind wir mit denen auf plus 1? Seid willkommen. Ich werde euch gerecht antworten. War ja klar. Naja, das war's auch für diese Runde. Mehr können wir nicht machen. Mehr können wir nicht machen. Runde beenden. Genau. Und dann werden wir. Er versucht wahrscheinlich erstmal den Syraker anzugehen. Was war denn das für eine Aktion? Hin und wieder zurück. There and back again. Bei Bilbo Baggins. Ja. So, diesmal habe ich mir sogar eine Stoppuhr runtergeladen, beziehungsweise einen Timer. Und wenn jetzt meine eingestellte Zeit abgelaufen ist. Oh, der Libyer. Oh. Was hat er denn vor? Diese Fraktion wurde zerstört. Zypern wurde vernichtet. Das ist ja gar nicht gut. Forschung abgeschlossen. Erzielter Technologie Rang ist Verwaltung 1. Das ist doch toll. Rang erhöht. Von Göttern bevorzugt. Neapolis. Ah! In einer Kammer unter dem Tempel eingemauert war die Vestalin dem Willen der Götter ausgeliefert. Die Götter nahmen ihr Leben und ihre Schwestern sorgten dafür, dass ihr Leichnam die gebührende Ehre erfuhr. Von den Göttern bevorzugt. Die Gunst der Götter bringt diesem Volk eine reiche Ernte ein. Plus 10 Wohlstand durch Gebäude für Landwirtschaft und Viehhaltung. Plus 3 Wachstum pro Runde. Ist es jetzt denn für immer? Ach nee, für 4 Runden ist das. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Krieg erklärt. Liguren dem Venetern. Ach, da oben hauen sie sich die Köpfe ein. Genau. Baubericht. Bevölkerungsüberschuss in der Italia, Sardinia et Corsica, genau. Ein List und du bist, wer bist du? Cornelius Scipio Asina. Du bist doch der hier, ne? Du bist doch Asina, wenn ich mich nicht irre. In Gruppe schicken.
Schiffe gebaut. Sehr schön. Und haben wir noch was? Nein, mehr haben wir nicht. Dann gucken wir erstmal hier zu unserer Spionin. Mein Können steht euch zur Verfügung. Ah, das ist sehr, sehr schön. Ich diene ausschließlich. Hier unten haben wir ja keine. Das ist keine Hafenstadt. Also könnten wir rein theopraktisch auch wieder weiteres? Zurücksegeln. Wie alt bist du eigentlich? Bis 44, okay. Du bist 44. Das geht. Das geht. Jetzt müssen wir mal gucken. Er ist ja hier drüben. Ist die Erben Phöniziens. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Die nehmen wir mal aus dem Gewaltmarsch raus. Und mit dir werden für wir. Für Ruhm und Ehre! Blockade wird aufgestellt! Blockade wird errichtet! Die Iol-Blockade durchziehen. Ha! Sehr schön. Hier können wir genau. Auxiliarkavallerie, Socii Equites, Socii Equites Extraordinarii und Socii Extraordinarii. Sehr nett. Aber wir wollten hier erstmal eine Werkstatt wollten wir noch ausheben. Genau, weil wir denn einerseits auch sag schon, genau, wir können unsere Rüstung zur Stufe 1 machen, also plus 5 Rüstung bei der Rekrutierung. Und wir können es natürlich auch danach upgraden. Und unsere Waffen der Stufe 1. Genau. Und außerdem können wir unsere römischen Ballisten ausheben. Das ist auch sehr von Vorteil, besonders wenn wir mal bereit, willig, fix eine Stadt belagern wollen. Zivile Verwaltung plus 6 Steuersatz. Das werden wir natürlich nehmen. Ich erwarte eure Befehle. Du erwartest meine Befehle. Dann. Der Libyer hier, der macht mir Sorgen. Der wird wahrscheinlich sich hier irgendwo um Cosentia kümmern wollen. Und deswegen werden wir ihn hier runterziehen und mal hier rüberziehen. Jetzt haben wir hier nämlich nur noch plus 7, genau. Ich erwarte eure Befehle. Und mit dem mit dem Gewaltrudern werden wir ihm hier den Weg blockieren. So wird er nicht darunter gehen können. Mit ihm blockieren wir hier. Ich glaube nicht, dass er hier irgendwelche Flotten hat. Also nehme ich einfach mal an. Syrakus könnte er sich nehmen. Das wäre natürlich von Vorteil, wenn er sich Syrakus nehmen könnte. Dann würde ich mit der Einheit das nächste Mal. Wir halten vorerst an. War das alles? Das nächste Mal ein wenig. Jetzt kann er nämlich nicht mehr hier hin. Seht ihr? Jetzt habe ich ihm da den Weg versperrt. Das heißt, er könnte höchstens hier landen. Bringt ihn aber auch nichts. Und das geht nämlich nur mit Gewaltmarsch. Also kann er hier nämlich nicht landen, weil er hier nämlich Felsenküste hat. Genau. Und dann haben wir ihnen hier schon mal den Wind aus den Segeln genommen. Das ist schön. Was haben wir hier noch? Wir wollten 5 Nahrung, Wohlstand durch lokalen Handel. Nein. Forschungsrate. Nein. Nein. Was haben wir hier noch? Hier können wir ja auch noch was ausbauen. Und zwar... Hatten wir hier nicht auch noch einen Bauplatz? Nein, hatten wir nicht. Und zwar werden wir hier uns noch einen Tempel ranholen oder ein Forum. 5 Runden sind es. Wir werden uns einen Tempel ranholen. Das werden wir machen.
So, genau. Bereit zum Kampf! Du warst ja unser nach einer Schlacht. General Lucius Libo. Der hat plus 4. Kommandant? Jetzt hat sie minus 9. Das nennt ihr eine Garnison? Jetzt hat sie plus 1. Ja, das ist eigentlich gut genug. Wir haben hier immer noch genug kulturelle Konvertierung und ich glaube mal, das ist meiste plus 15,3, seht ihr. Und da ist der Unterschied nämlich auch schon auf minus 14, also 3, also ist der nächste Runde auf minus 12. Ja. Ja. Bereit zum Kampf. Und dann wirst du mir erstmal hier hinkommen. Ich erwarte weitere Befehle. Er wird mich mit Gewaltmarsch auf jeden Fall nicht hier erreichen können. Ich erwarte eure Befehle. Schneller, ihr Verfluchten! Aber ich weiß nicht, was er hier noch für stationäre Truppen hat. Das ist das Problem. Ich werde es aber einfach riskieren. Wie lautet euer nächster Befehl? Ich werde es einfach riskieren. Mein nächster Befehl lautet, dass du mir Iol einnimmst. Das geht eigentlich alles, das geht mir irgendwo ein bisschen viel zu schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich kaum Möglichkeiten habe, die Städte auszubauen. Wiederum ist mein ganzes Norditalien ist eigentlich recht ungesichert, weil ich keinen General da habe. Vielleicht ist das aber auch etwas, woran ich mich erst gewöhnen muss. Dass das alles ein bisschen anders abläuft. Ich lebe, um Rom zu dienen. Wie kann ich euch dienlich sein? Jep. Und... Bereit zum Kampf! Kommandant! Ich erwarte eure Befehle. Legio Antiqua? Nein. Dich wollten wir ja umbenennen in... Tanikius... Kaska. Dann hatten wir noch Legio Africana. Das ist Legio Atilius Regulus. Eure Befehle? Du bist nicht Victrix. Du bist Cornelius. Cornelius Bassus. So, dann haben wir das nämlich alles. Ja. Junius Brutus, Cornelius Bassus, Scipio. Ja, dich wollte ich nämlich nicht zu stark werden lassen, weil du bist mein Lucius Libo. Du bist 59, sichere Beförderung, kostet mich 6 Senatoren und... Unterhalt für alle Landeinheiten. Du bist Rang 3. Ich habe 24, er hat 17. Haus der Junior hat 39. Wer bist du? Ja. Wisst ihr was? Was soll's? Werden wir das einfach machen? Haben wir ja an Senatoren gewonnen. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Dann werden wir noch was erforschen. Und zwar, genau, das hatten wir hier, Verstärkung aller Armeen und Flotten. Jetzt blinkt nämlich mein Timer. Schmied und Schildmacher. Wir werden auf 2% Steuersatz, kulturelle Konvertierung, Wohlstand durch alle Kulturgebäude oder minus 3% Baukosten, alle Regionen. Oh, das macht schon was aus. Ein Wachstum in allen Provinzen pro Runde, minus 5% auf Baukosten für die Hauptketten und Provinzhauptstädten, Ziegel. Wir werden aber erstmal... Sollen wir auf die Nahrung gehen? Wohlstand durch Landwirtschaft aller Regionen ermöglichen den Bau von... Ja, wir werden erstmal die Nahrung weiter erforschen. Es sind nämlich nur 2 Runden. So, und dann sage ich Roma Victor bis zum nächsten Mal, wenn wir uns um Iol kümmern werden. Geht alles momentan ein bisschen schnell. Ich werde, nachdem wir vielleicht Iol erstmal eingenommen haben,
das alles erstmal ein bisschen zurückschrauben. Ich weiß auch nicht. Muss ich mir erstmal selber gucken, wie das alles hier so verläuft. Weil es ist mir momentan noch irgendwie ein bisschen alles suspekt. Sage ich ganz ehrlich. Also es kommt mir alles anders vor, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Und wir sind jetzt 16, 18 Jahre dabei und haben in 18 Jahren, naja, unsere drei punischen Kriege erledigt oder gemacht. Man kann es ja auch nicht ändern, ist ja auch vollkommen klar und sowas. Wir sind dabei, unsere Provinzen auszubauen und zu sichern. Die öffentliche Ordnung ist eigentlich überall super. Die steigt auch und damit steigt auch unser, hier ist es schon bei 74. Und dadurch bekommen wir plus 4 Steuersatz. Das ist ja schon mal eine Menge. Korruption ist nur sehr hoch. Ja. Und naja, müssen wir mal schauen. Werden wir mal schauen. So, ich sage Roma Victor, bis zum nächsten Mal.